Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 19.03.2021, damit den Verfallstag. Verfallstag jetzt aber eher in Klammern. Haben wir die letzten Tage immer schon gesagt, der Donnerstag ist meistens der da die größte Bedeutung hat und meist dann auch der Freitag gar nicht mehr so richtig verfallsgetrieben wirkt. Das sind oft die Donnerstage. Und ja, die kleinen Scheißer, die scheinen jetzt hier wieder ein bisschen Spaß zu bekommen. Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, dass jetzt endlich das eingetreten ist, was ich hier die letzten Tage und Wochen immer wieder eingefordert habe, dass die Leute sich ein bisschen drehen, dass sie auch mal von den Shorts ablassen, viel mehr versuchen, Long zu suchen und so weiter und so fort, wenn wir gesagt haben, in der Regel steigt der Markt ja eigentlich immer erst in dem Moment, wo sich die Leute halt einfach drehen. Und wir hatten gestern in der Analyse gesagt, dass das jetzt durchaus dann mal die ersten roten Kerzen bald geben wird. Ne, die ersten schönen dicken roten langen Dinger zum Dranlecken. Ja, ich habe im Nachhinein festgestellt, dass das dann doch etwas viel Interpretationsspielraum bei den ein oder anderen Fantasien der Männer vielleicht auch der Frauen hervorgehoben hat, aber ich habe von Kerzen geredet. Von dicken, schönen, roten Kerzen. Kerzen. Schottkerzen. Das ist das, was das karwumsche Männerherz höher schlagen lässt. Ja, nicht irgendwelche anderen dicken Aprikosen oder was ich da in den Kommentaren lesen konnte. So, also, Punkt. Wir haben gesagt, wir haben drüber gesprochen. 57, wichtiges Zwischenziel, haben aber auch gesagt, 800. 800, 835, das wird eher so die Zone, wo dann auch die Stops liegen dürfen, von denen, die hier 57 reinflacken. Das hat ganz gut geklappt, hat genau die 800 abgeholt oben, also auch ziemlich genau die 800 abgeholt oben und sich von dort dann erstmal schön nach unten gestoßen. Ich glaube aber, selbst wer die 57 probiert hat zu handeln, also der wird auch nicht bestraft worden sein. Die sind eigentlich alle schön gekommen. Das Aufwärtsgap hat geklappt, also eigentlich ein Tag. Der war lecker. Also da sollte man nicht mit Tränen rausgerannt sein, wenn man sich zumindest letztendlich an das gehalten hat, was wir hier raus vorgehoben haben. Auch ich lasse mich da immer wieder gerne auslachen, wenn Leute dann sagen, dass die Analyse, was das denn für ein Quatsch ist. Und auch mit dem, was wir hier mit dem Sentiment und mit den Leuten, das ist doch völlig falsch ist und man soll doch da und dorthin gucken. Es ist. Eigentlich brauche ich nichts zu sagen. Ihr habt gesehen. Sehr schön gelaufen, punktgenau wieder die technischen Bewegungen, auch die 800. Unsere Elisa wirklich fast auf den Punkt am Tageshoch ihren Short reingestellt gekriegt. Vorher hier die Tage jetzt noch irgendwas mitnehmen können. Also, das ist schon ein bisschen lecker gewesen. Also, das hat er schön gemacht, der DAX auch. Der hat er sehr gut harmoniert und hat jetzt die ersten roten Kerzen. Jetzt sieht es ein bisschen nach Rücklauf aus. Und das wird jetzt sehr, 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 sehr interessant, wie das Ding jetzt abläuft, weil vom Bewegungsverhalten haben wir hier so einen ersten Aufwärtsstrang, hier noch einen zweiten und jetzt schon die Gegenbewegung. Das heißt, Potenzial hätte auf jeden Fall schon noch für 1, 2, 3 Schübe nach oben. Das kann bedeuten, dass wir zum Freitag vielleicht auf einer 6,35 starten, vielleicht sogar auf einer 600 starten. Und wenn er das früh gleich macht und einen tiefen Start reinstellt, und sich dann wieder nach oben dreht, Freunde. Dann passt auf den Krepel auf. Weil der kann nämlich, wenn er Bock hat, sich dann auch einfach wieder hochdrehen. Und dann schiebt er sich zum Tagesende an die 8,35 ran, macht das Gap zum Montag und hackt uns Montag die 14,965 wieder rein. Also von daher auf jeden Fall hier aufpassen. Im Bereich 600, 635, wenn es den nach oben dreht. Ich mach mal hier ein Pfeilchen rein halt. Ne? Das ist wichtiger Unterstützungsbereich jetzt, muss man so sagen. Und dreht sich der DAX dort nach oben, hat er das Potenzial, sich komplett auch nochmal über das Hoch zu schieben. Also zu früh freuen sollte man sich da nicht. Aber es sieht gut aus und es riecht nach roten Kerzen. Es riecht nach Blut. Ja, da kann der eine hier in Blutwahn verfallen. Aber man darf es noch nicht zu so aggressiv betreiben. Wir haben die ersten Umkehrsignale, ja. Aber, der DAX hat noch zu leichtes Spiel, das auszukontern. Ne? Es ist noch keine dominante Schwäche zu sehen im Markt. Es ist auf jeden Fall erstmal ein Umkehrsignal.
Aber es ist auch keine dominante Schwäche. Das heißt, das kann sein, dass Shorts einfach beschissen anlaufen. Ne? Wer sagt, da habe ich jetzt noch nicht Bock drauf, der kann noch ein bisschen abwarten. Ja, kann sich das am Freitag erstmal noch angucken und dann eben die nächste Woche für Rücklauf-Shorts nutzen. Ich meine, wir sind wo reingekommen in die Montagswoche? Wann hat die Verfallswoche angefangen? Am 15. In die Montagswoche, so ein Quatsch. Jede Woche fängt am 15., am Montag an, aber wo sind wir reingekommen? Wir sind hier reingekommen. Wir haben hier eine brutal lange grüne Kerze stehen, haben hier den Montag eröffnet. Sollte der zum Freitag sich hier hinstellen, unter die 600, dann gibt es nächste Woche Spaß nach unten. Ja? Dann gibt es Spaß mit roten Kerzen. Und von daher, ist es nicht schlimm, wenn man sich da vielleicht noch das ein oder andere Pulverchen trocken hält, weil wie gesagt, es ist erstmal nur ein Umkehrsignal. Es ist noch eine positive Chartlage und es ist noch zu leicht für Käufer, das Ding wieder nach oben umzudrehen. Das ist Fakt. Das ändern wir auch nicht, wenn wir uns die Linien anders ziehen. Das ist einfach so. Punkt. Na, klar können wir hier bestimmte Trendbrüche und so weiter ziehen, aber nein, Punkt ist, dass der hat noch zu leichtes Spiel nach oben. Das heißt, in dem Moment, wo er sich zum Freitag hier jetzt gefangen kriegt oder vielleicht sogar direkt auch das auskontert, aber ich glaube, wenn er direkt hochzieht zum Freitag, ich glaube, dann kommt er am Abend nochmal runter und dann legt es sich wirklich hier unter die 600. Wenn er aber zum Morgen das gleich macht und hier schön reinflackt, wie so ein Bekloppter, wie so ein Idiot, so richtig panisch, früh, oh, Hilfe, ich habe gestern Umkehrsignal gesetzt, dann glaubt mir mal, dann knallen die dem hier unten richtig was hinten rein, stecken dem die Stöckchen da richtig in den Popo und dann drückt es den hier wieder schön nach oben. Dann macht er sich kerzengerade nach oben und dann steht er wieder zum Tagesende. Bestimmt sogar auch hier oben in dem Bereich. Würde ich denken. Könnte ich mir gut vorstellen. Also von daher passt der Fall ganz gut. Sollte der zum Vormittag eher positiv verlaufen und keine neuen Hochs schaffen, passt ein bisschen auf zum Nachmittag. Abend kann er gut nach unten schippern. Und unten würde ich so sagen, unter 600. Unter 600 eigentlich darf er nicht mehr. Wenn er da tiefer geht, passt nicht rein halt, ne? Dann bestimmt 560 und wenn 560 kommt, kriegt man am Montag auch nochmal richtig Spaß unten. Das wäre dann eben das gerade, haben wir ja gerade angesprochen, ne? Also haben wir gerade gesagt, dann wäre der Tagesschluss hier unten und dann wäre die Wochenkerze quasi fast eine Shortvorlage für die neue Woche und dann könnt ihr nächste Woche den Rücklauf in den unteren Bereich hier rein versuchen. In die 180 vielleicht hier, 250, in die, ja, die 180 ist, müssen wir uns dann nochmal angucken, wenn es soweit ist. Ist eigentlich nett, aber ihr seht das da, passt nicht viel aufeinander. Also könnte auch Überraschungsmomentum werden dann und den hier ein bisschen durchknallen. Und dann gibt es bestimmt schon wieder die ersten, die dann hier voll Panik kriegen und einen Short reinballern, alle Longs verkaufen. Und dann macht er von hier auch erstmal wieder hoch an die 400. Aber das gucken wir uns später an. Jetzt muss er erstmal den Freitag bringen und das wird schon entscheidend. Das wird auch entscheidend für die neue Woche halt. Ne? Kann er jetzt seine Wochengewinne verteidigen oder nicht? Weil er hat neue Allzeithochs gestellt. Also es wäre jetzt schlecht, wenn er die Woche tatsächlich richtig schwach beendet und die Wochenkerze quasi rausnimmt. Ne, die grüne Wochenkerze rausnimmt. Das würde deutlich Saft rausnehmen auf der Ebene und das Potenzial öffnen. Aber noch ist es nicht so weit. Macht er am Vormittag ruhig und kippt zum Nachmittag, dann sieht das gut aus. Aber wenn er zum Vormittag, ich glaube, dann hackt es zu leicht wieder nach oben. Ne? Nicht zu sicher sein da. Das ist auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo man aufpassen muss. Jetzt ist es, guck mal, wir haben seit hier Ewigkeiten immer wieder gesagt, long, 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 aufwärts, 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 trends aktiv. Leute sind alle noch short drin. Das ist jetzt so der erste Moment eigentlich, wo der mal nach unten eine Vorlage kriegt. Das kann auch mal so eine richtige Kretschekerze nach unten werden, wo er sich einfach wirklich einen Tag durchwühlt halt, ne? Und dann das anders reingeht. Also wenn der zu übertreibt und hier, was weiß ich, auf 510, 500 runtergeht zum Freitag, das ist möglich. Ja. Oder vielleicht sogar noch tiefer. Dann kriegt er zum Montag wieder das Ding ins Genick geschossen. Und dann kontern sie ihm das wieder mit einem Aufwärtsgap auf und aus. Und das bleibt dann offen. Na, also das ist jetzt ganz wichtig, wie der zum Freitag agiert. Und das kann man sich auch durchaus auch erstmal angucken. Ich könnte mir vorstellen, dass man einen Vorteil hat, wenn man guckt, wenn der hier runterkommt in die 635 und 600 und der dreht sich nach oben auf. Ihr seht, da kommt Volumen rein, da kommt Druck rein, die drücken den Kerl nach oben, die wollen den hochschieben. Wenn ihr das seht, dann ist das nochmal eine gute Long-Vorlage, mit der heraus sich dann gut strecken kann. Wenn ihr seht, der klickert richtig sich durch, ohne dass überhaupt was reinkommt, dann lasst ihn ein bisschen Lauf. Weil der kann durchaus dann auf eine 65 und er kann auch tiefer.
So 584, das ist nicht, wäre in so einer Situation einfach nicht ungewöhnlich. Ne, wenn er dann wirklich so einen ganzen Tag einfach mal jetzt durchzieht, einfach mal Luft lässt, diese ganze Anspannung endlich mal löst, so, ach, ich habe oben mein Ziel geschafft. Ach, ich habe bei 14.800 alle rausgeschmissen. So, das kann nach unten, das ist, ich muss es einfach erwähnen, es ist wichtig, weil das sind so Freitage, da hauen sich die Leute dann die Wochengewinne wieder kaputt. Das ist einfach so. Und deswegen erzähle ich das lieber 50 Mal hintereinander, dass es auch der Letzte verstanden hat und zugehört hat, wie er wo zu reagieren hat. Ne, nicht, dass mir einer auf die Idee kommt und sagt, der Martin hat gesagt, der dreht sich hier nach oben und dann hackt er hier einen Long nach dem anderen und verballert hier 10 Longs am Freitag und dann steht die Kiste hier unten. Also, wir haben eine konzentrierte Zone, die sich für sowas anbietet. Und da will ich will da eine Reaktion sehen. Ich will sehen, dass der zeigt, ich verteidige die Scheiße, Alter. Ich will nochmal ein neues hochsetzen. Und dann schafft er das auch, weil Chartlage positiv und so weiter, der kommt noch einfach rein dann. Die greifen den nochmal auf. Die nehmen das dann nochmal. Das denke ich schon. Aber muss kommen. So, also Fokus wirklich das Knackpunktbereich zum Freitag. Ist so. Ja, unten haben wir gesprochen, Risiko, also wenn das nicht hält, Risiko deutlich, deutlich tiefer, inklusive Folgen für die nächste Woche, das gucken wir uns dann aber an. Sollte er positiv eröffnen, wäre es eigentlich nicht gut. Das würde ihm zu anfällig machen am Nachmittag raus. Ich glaube, er muss noch ein tieferes, er muss noch kurz unter den Donnerstag drunter stechen. Ansonsten, glaube ich, würde er an der 8:35 wieder Probleme kriegen. Und wenn er mich komplett. Wenn er mir komplett aus dem Muster nimmt, ich glaube, dann würde ich persönlich auch nicht handeln, aber wenn er mir komplett oben aus dem Muster läuft und beispielsweise, ich sage jetzt mal, der öffnet auf 7.820, 14.728, vielleicht Eröffnungsniveau, 8 Uhr, den drückt es direkt hoch, dann steht er hier oben und dann läuft er über die 4.35. Dann wäre das für mich auf jeden Fall ein richtig krasser Konter von diesem Umkehrsignal. Und dann, Freunde, sehen wir auch die 9.65 und das wahrscheinlich sogar schon am Freitag. Ja, aber das ist für mich so Wahrscheinlichkeit, 15, 10, 10, 10 bis 15%. Höchste Wahrscheinlichkeit würde ich hier geben, so 50 bis vielleicht sogar 60%, dass er uns hier einmal reinläuft und wieder hochdreht. Und wenn wir gesagt haben, 15 oben, 50 unten, haben wir 30% Restrisiko, dass er diesen langen Zack nach unten macht. Gefühlte Werte kann ich nicht belegen, einfach jetzt. Ich sag mal, Expertenschätzung. Erfahrungswert meinerseits. Okay? Weil Freitage können Mistviecher sein. Und der DAX ist Krepel ohne Ende. Wenn der Vorlage kriegt, Mistvieh zu sein, da muss man aufpassen. Weil der zu oft macht das einfach dann. Lässt einfach das Dreckvieh raushängen. Und dann steht wieder jeder da, oh, DAX kann man doch gar nicht traden, das ist so furchtbar. Oder man sagt halt, hey, macht's halt auch immer wieder gleich. Dann halte ich mich zum Freitag vielleicht etwas zurück, guck mir das an, und dann bin ich am Montag schlauer und kann das mir zunutze machen. Gut, Punkt. Fakt ist, sieht gut aus. Wir haben das erste Mal, dass ich wirklich, das konnte ich seit Wochen, seit Wochen konnte ich diese Worte nicht runterbringen. Aber wir haben durchaus mal hier ein bisschen Chance nach unten. Ohne dass er erst irgendwelche komplizierten Trigger oder bestimmte Fallszenarien erledigen muss. Er hat jetzt einfach aus der Bewegungsformation eins raus und das ist genau das, was wir gestern eigentlich erwartet haben, dass er von 57 von 800 anfängt runter zu spucken. Das hat er getan. Genau das hat er getan. Ja, so, von daher, ich hoffe, ihr könnt was mit anfangen. Ich hoffe, ihr konntet auch zum Donnerstag hier ein bisschen was mitnehmen und hoffe, es hat euch geholfen. Ja, ihr dürft auch gerne wieder in die Kommentare schreiben. Ne? Also, da war jetzt echt Ruhe. Ich hoffe, da hat sich der eine oder andere jetzt nicht verschreckt gefühlt. Ihr dürft das gerne schreiben halt. Ne? Es ging bloß um eine bestimmte Person, die mich da mal ein bisschen auf die Palme bringt. Ich glaube, die weiß es auch ganz genau, sonst würde es das gar nicht machen. Aber ihr könnt ihr gerne schreiben und könnt auch gerne auf Gefällt mir drücken. Ihr könnt auch noch lieber auf Gefällt mir nicht drücken, das ist mir Wumpe. Aber ich hoffe einfach, dass es euch ein bisschen was bringt und dass ihr auch was mitnehmen könnt. In dem Moment, wo er dann halt auch wirklich das so schön läuft halt. Ne? Dafür machen wir die Analyse, um uns vorzubereiten auf bestimmte Szenarien, um die dann eben für uns nutzen zu können. Halt, ne? Und in dem Moment, wo das dann so genau das kommt, was man eigentlich besprochen hatte, sollte es halt nicht so sein, dass ihr dann dasteht und sagt, boah, Alter, was habe ich denn hier gehandelt? Das ist ja nur rot, weil das ist, dann passt irgendwo was nicht halt. Ne? Das ist nicht so gut. Okay, also. Ich bin aber guter Dinge, dass hier der ein oder andere doch was rausgezogen gekriegt hat, weil, also, der war Punkt genau halt, ne? Also sowohl 57, 800, Aufwärtsgap, da war alles drin, was wir haben wollten. Alles, jedes einzelne Wort hat gepasst.
Gut, Freunde. Ich mach aus. Ich wünsche euch was. Wünsche schon mal ein schönes Wochenende und das wird die nächste spannende nächste Woche. Also die wird. Hui, die wird schön. Da kriegen wir vielleicht sogar mal auf Tageskerze ein paar richtig schöne dicke Kerzen zum Dranlecken. Kerzen! Richtig schöne dicke rote Kerzen, um dran zu lecken. Also, ich wünsche euch einen schönen Freitag, schönes Wochenende und viel Erfolg noch in den nächsten Handelsstunden dann hier. Bis denn. Tschö.